Willkommen zurück zu Tropico. Timer ist auch gestartet, perfekt. Drei Bürger kamen in Tropico an. Oh mein ich Gott, sehe, die Musik. Ich sehe, dass die Häuser fertig sind. Was? Unglücklicherweise haben die Inseln Puerto Coco und Isla Roja die Manager gestohlen, die für sie bestimmt waren. Ach so. Ernsthaft? So wie ich es verstehe, haben sie ihren Managern große Luxuswillen angeboten, um sich später abzuwerben. Grämen sie sich nicht zu sehr darüber, sie können sich früher oder später dafür rächen. In der Zwischenzeit habe ich die Verbindung des Ordens genutzt, um eine Mandatsverlängerung zu erwirken. Es ist immer so auf 4 Jahre, 3 Jahre, ne? Ich saß neulich mit 3 anderen Wissenschaftlern zusammen. Sägewerk. Eigentlich sollten sie vielleicht das Militärteil da mal bauen. Was haben wir denn sonst noch alles zu bauen? Anscheinend nicht so viel. Gott, was brauchen wir denn noch alles? Mann, ich hab keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Wo kann man denn... Opernhaus. Nee, glaube ich, braucht man noch nicht so. Kleiner Laden, Bibliothek, Leuchtturm. Vielleicht sollte man mehr Wachtürme. Nicht Wachtürme, sondern Wachtürme. Was ist denn da? Achso, das ist ein Haus, okay. Wir können ja einfach mal übel viele Wachtürme, denn hier gibt's doch bestimmt auch Krieg, oder? Das könnt ihr mir jetzt sehr gut vorstellen. Der hat exportiert im Wert von 8000, das ist schon krass jetzt geworden. Ziegen können wir natürlich noch mehr machen. Ja doch, das gefällt mir. Können wir da nicht auch erkunden? Ja. Hier so hinter. Vielleicht einfach mal ganz hinter. Können wir dann mal wieder eine Aufgabe bekommen? Ach ja, das haben wir immer noch nicht, ne? Das kann doch dauern. Was bekommen wir denn? Auf eigenen Füßen zu... Unabhängigkeit erklären. Können wir alles noch machen? Keine Sorge. Ah, da ist wieder eine Aufgabe. Und die Erkunden hier... Gouverneur, ich habe Kontakt zu einigen skrupellosen Schmugglern aufgenommen, die gerne mehr Geld für unsere Waren zahlen würden. Ah. Die Bürger Tropicos sind es leid, hart zu arbeiten, um ihre Güter für einen Spottpreis an die Krone zu verkaufen. Wir sollten lukrative Handelsangebote finden. Es liegt natürlich bei Ihnen, mit wem wir Geschäfte machen. Doch rate ich Ihnen, ein Geschäft mit Schmugglern zu machen, nur die machen uns einen fairen Preis. Richten Sie eine Exporthandelsroute ein, unter Unterstützung. Also, müssen wir natürlich machen. Handel? Zucker. Kaffee. Kaffee können wir exportieren. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Natürlich neue Revolutionärstypen. Die müssen rein einfach. Ohne die, glaube ich, schaffen wir nicht so viel. Okay. Wir können gerade nichts bauen. Okay. Ist gut. Vielleicht sollten wir ein bisschen vorspulen. Dann könnt ihr auf jeden Fall schneller bauen. Das hier wird gebaut. Das hier auch schon. Hamster. Ich mag sie halt. Wer mag keine Hamster? Also mir gefällt dieser
Kampagnenmodus auf jeden Fall ein bisschen besser als das andere. Was, sie haben uns 7000 gegeben? Das ist nett. Das ist richtig gut von ihnen. Wir haben zwar immer noch Minus, aber why not? Wie sieht's denn hier jetzt aus? Ah, fast fertig. Oh, cool. Huch, da sieht man sogar das Zeichen. Ha, geil. Die Pläne seiner Majestät wurden durch Nachschubprobleme verzögert. Oh. Um dies auszugleichen, verlangt die Krone nach zusätzlichen Ressourcen aus den Kolonien. Oh je. Dachse, Ungeziefer, faule Arbeiter, Ausländer. Warte, Dachse, Ungeziefer. Nee. Faule Arbeiter, ausländische Unruhestifter und schlechtes Wetter haben das großartige Projekt seiner Majestät von Anfang an begleitet. Das Königreich verlangt daher, dass die Kolonien in die Bresche springen und die notwendigen Ressourcen liefern. Exportieren sie 3000 Baumwolle. Ihr Mandat wird um bla 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 verlängert. Wir haben soeben herausge... das war das doch mit dem Schlagen, oder? Bergwerke? Nee. Zeitung. Okay. Musik ist weg. Lol. Hä, machen die jetzt da weiter oder was? Na geil, eiskalt. Why not? Okay, wir haben wieder Plus. Das ist schön. Hier ist natürlich jetzt so, wir können hier schlecht hinbauen. Vielleicht bauen wir noch ein paar Plantagen. Erstmal rauszoomen. Mais, nix, gut. Kakao. Wollen wir den nicht eh exportieren? Bauen wir noch eine Kakaoplantage? Einfach weil wir es können. Hey. Und weil wir das ja auch exportieren, also. Fischerei haben wir zwei. Hier ist so diese Ansicht, gefällt mir eigentlich auch. Wow, cool. Huch. Seine königliche Majestät würde gern mehr über ihre Insel erfahren, alter Freund. Seien Sie doch so nett und senden Sie ein paar Männer aus, um sie zu erkunden. Ich erinnere mich immer noch an meine erste Expedition. Wir stampften durch schlangenverseuchte Sümpfe, um das Herz des Dschungels zu erreichen und den tödlichen panamischen Goldfrosch zu fangen. Was ein Spaß. Senden Sie eine Expedition aus, um die Insel zu erkunden. Sie kann von Ihrem Palast oder blablabla. Ja, haben wir schon gemacht eigentlich. Gouverneur, meine speziellen Freunde wollen noch mehr Geschäfte mit uns machen. Wir brauchen zusätzliche Schiffe, um die Arbeitslast zu bewältigen. Um die Krone zu besiegen, brauchen wir jede Menge Geld. Geld, das wir mit den richtigen Handelsgeschäften verdienen können. Jede neu gebaute Hafenanlage bietet uns mehr Schiffe. Bauen Sie eine Hafenanlage-Unterstützung? Ja, das war schon mal, ne? Okay, ich drehe mich wieder normal. Ich wusste, dass es irgendwann kommt. Deswegen habe ich es einfach auch noch gar nicht so besonders noch was gebaut. Oh Gott. Ich hasse Straßen. Verlegen. Das ist voll nervig. Kommt da noch was Besonderes? Anscheinend nicht. Und ich glaube, die 15.000 bekommen wir so schnell nicht. Die Expedition hat etwas Wundervolles entdeckt. Ein drolliges Beuteltier mit riesigen Ohren. Wie soll es heißen? Ich hätte ein paar Vorschläge. Broadley, Tobias, oder soll ich dir jetzt deutscher sprechen? Tobias, Finn, oh Finn. So hieß mein Hamster, dann hat sich herausgestellt, dass sie weiblich war. Dann hieß sie Buffy. Darcy, Rowan, Kelsey, Lighten, Zachary,
Isaac, Tobias, oh, den hatte ich schon. Frances, Brody, Louis, Kane, Milo, Albert, Will. Ach, ich will dir aber jetzt noch vorlesen, Timer. Willow, Savannah, Jude, Tobias, den hatte er schon. Mann, Alistair, John oder Tobias. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.